Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, wieder mit Flatout 2. Weiter geht es im Bay Area Derby Cup. Die ersten beiden Rennen haben wir ja geschafft, wenn auch das erste nur im zweiten Anlauf, sind in beiden Rennen Zweite geworden und haben jetzt, oh, das dritte Rennen vor uns, habe ich mich doch geirrt, okay, macht nichts. Timmerlands 1 heißt die Strecke, die Straße beginnt am örtlichen Laden für Autozubehör. Und führt durch ein paar gerodete Waldgebiete und über Umwege zu einem kleinen Highway und zurück zum Laden. Vier Runden sind zu fahren. Sehen wir mal zu, was uns da im Wald blüht. Den Laden haben wir ja schon besucht, den Upgrade-Laden. Da werden wir jetzt einfach mal vorbeifahren. 3, 2, 1, los geht's. Wir starten wieder auf letzter Position. Ach, unsere Sophia links neben uns, an unserer Seite, aber schon wieder vorne weg, voraus. Mädel. So, zack, die ersten haben sich hier schon in den Wald gestellt. Den Kerl, zack, werden wir hier einfach mal elegant aufs Dach drehen. So, den Sprung nehmen wir nicht mit. Hier ist der Laden, dann geht's hier in die Kurve. Nicht für ihn. Er sollte weiter geradeaus. Wir nehmen hier diese Abzweigung. Das ist meiner Meinung nach der beste Weg, hier durchzukommen. Dritter sind wir. Oh, wir hatten da was in die Luft gejagt. Ah, und da haben wir schon. Das knallt aber hier. Ups. So, Abkürzung ein bisschen durchs Grüne. Dann lassen wir nochmal so zwei, drei an uns vorbei. Ja, und noch einer hier. Komm. Ich nagel hier Telegrafenpfähle um, um das Nitro aufzufüllen. So. Jetzt haben wir es aber. Ja, okay. Das verzieht sich gleich alleine in den Wald rein. Auf geht's hier. Aufholjagd hier am Laden. Da drängeln sie sich doch wieder. Da können wir doch mal richtig schön. Jawohl. Das Blech fliegen lassen. Und haben uns gleich in einem Rutsch auf die dritte Position vorgearbeitet. Aha. Und den Kerl schubsen wir hier doch auch mal. Och, ist der schön geflogen. Hier steht er. Haha. Musste respawnen, der Kerl. Da ist er wieder. Und da kommt von rechts unsere Sophia. Da hängen wir uns doch mal glatt hinten dran. Hier mit Booster durch die Kurve durch. Den lassen wir mal rechts liegen. Nee, das ist gar nicht Sophia. Na, die ist bestimmt noch weiter vorne. So wie ich das Mädchen kenne. So, ihn haben wir hier mal kurz zur Seite gedrängt. Den Sprung nehmen wir immer noch nicht mit. Zack. Und ist er das da vorne? Das sieht mir ganz nach ihr aus. Ja, das ist sie. Und sie fährt. Aha, fahren wir ihr mal hinterher. Die andere Strecke. Soll ja auch ein bisschen Abwechslung für euch sein. Wow, hier geht's durchs Gestrüpp. Da wird nochmal der Wagen gewaschen. Und? Ja, Mädel, den Fahrfehler lasse ich dir leider nicht durchgehen. Auch wenn ich mich selber dann hier an den Streckenrand stelle. So, wir sind in der vorletzten Runde. Können nochmal ein bisschen was an uns vorüberziehen lassen. So. Na kommt schon, Leute. Lasst euch nicht so lange Zeit. Hier, da ist sie doch wieder, unser Mädel. Und wir haben volles Intro. Das nutzen wir doch gleich mal, ne? Zack, ab in den Wald mit dir. Und, jo, die bergen sich gleich aus den Kinken. Die beiden, na, so, da versucht einer den Sprung. Hopsala. Da bin ich mal ausgestiegen. Ich wollte doch nochmal gucken, ob der Laden nicht was Neues hat. Und, jo, letzte Runde. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Denn. So, hier durch. Zack. Und, oh, rausgecrasht. Haben wir etwa Sophia dazu angeregt, ihr Auto zu verlassen. Ups. Jetzt müssen wir aber hier. Oh. Das sieht so aus, als ob wir den hier auch zweimal fahren. Denn. Sechsten Platz. Nee, das geht nicht. Das möchte ich uns nicht antun. So, Sechster sind wir geworden. Das geht natürlich nicht. Deswegen wiederholen wir das Rennen. Ja. Die Fortschritte sollen verloren sein. Die Stunts bleiben euch natürlich im Video erhalten. No? Ist doch schön. Auf geht's wieder. Und wieder unsere Sophia an unserer linken Seite. So, mal sehen, wen es hier in der ersten Kurve schon raushaut.
Gegner. Das ist ja alles noch recht geschlossen. Und zack, zack, zack. Jawohl, hier am ersten Sprung, da versemmelt's doch schon fleißig. Komm, ja, ja. Oh, irgendwer hat da die Tankstelle in die Luft gejagt. Ich will aber nicht da lang und du willst an den Baum. Okay? So. Fünfter sind wir. Ah, okay. So, den Hoschen knöpfen wir uns da gleich mal vor. Zack. Jawohl. Schade, den hätte ich doch gerne noch mitgenommen. So, sehen wir mal zu, dass wir hier rumdrehen. Und drauf. Zack, und zack, der kriegt auch noch einen mit hier. So, wird einfach umgedreht. Und dann machen wir uns mal an die Verfolgung. Da haben wir schon einen. Peng und Volltreffer. Ab mit ihm in die Büsche. So, da ist doch. Jo, und? Ja, haben wir so leicht nochmal mitgenommen. Sind aber selber gleich ausgestiegen. Nicht unbedingt der Weg nach vorne. So, wir haben da noch vier Leute vor uns. Upsala, Kurve nicht so optimal mitgekriegt. Nee, Mädel, ich fahre mal doch lieber diesen Weg hier. Ja, da habe ich nämlich die Chance, ups, hier eine Baumaschine auszuräumen, aus dem Weg zu räumen. Und, der hier kommt auch noch weg. Ah, Mist. Aber wir sind an der Spitze und da möchte ich auch bleiben. Das ist dein Baum. Na? So, jetzt komme ich hier runter, komme ich nicht runter. Okay, wir stellen uns wieder hinten an. Und einmal mitten durchs Getümmel. Jetzt heißt es aber Gas geben. Jodl. Juhu. Damit wir... Oh, hier fliegen noch Trümmer rum. Hier sind also noch Leute unterwegs. So, sehr schön. Und, jawohl, ihn hier. Zack. Auch mal weggeschubst. Yo, Ray Carter ist Schrott. Ups. Und ich... Jo, gesell mich nicht zu ihm, sondern... Hab mich wieder hinten ans Feld rangehängt. Und, hätte jetzt zu sehen, dass wir in der letzten Runde... Hier noch nach vorne kommen, denn... Mit einem zweiten Platz im Cup möchte ich mich nicht zufrieden geben. So, hier kommen wir schon mal glatt durch. Wir haben kein Nitro, das ist ein bisschen schade, aber... Ich denke mal, jetzt müssen wir einfach mal ein bisschen sauber fahren, dass wir hier durchkommen. So, und zack, gehen wir mal, schieben ihn hier in den gecrashten Ray Carter rein. Und wir sind vorne, das heißt, wir dürfen jetzt einfach nichts falsch machen. Dann kriegen wir das Rennen auch nach Hause. Jo, und... Boost, den Nitro rausgehauen hier auf den letzten Metern in der letzten Kurve und schwupp durch, Rundenrekord, Finish und nochmal schön geslidet. Haha, das sieht doch gut aus. So, das hat ja soweit ganz gut geklappt. Wir sind Erster, mal sehen, wie die Pokalwertung aussieht, beziehungsweise was wir in diesem Rennen noch zusammengefahren haben. Jawohl, eine schöne Bilanz, eine stolze Bilanz. 6 Slams, 7 Powertreffer, ein Superflip, ein Volltreffer. Das hat sich doch gelohnt. 2500 Credits. Und was gibt's noch obendrauf? Ja, bester Schrotter, Blastmeister und die schnellste Runde haben wir eingesammelt. Gibt nochmal 900 Credits obendrauf. Wie sieht's im Cup aus? Jawohl. Schön solide Führung. Und meine Sophia direkt hinter mir sitzt mir im Nacken. So liebe ich die Frau. Okay. Ja. Ja, okay. Ach, Sophia. Sophia. Jawohl. Da haben wir den ersten Platz. Nochmal 1500 Credits drauf. Und wir haben noch ein... Event freigeschaltet, das Parking Lot Derby. Aha. Und, ah ja, okay. Dann schauen wir doch noch mal, was wir hier haben. Genau, das Gas Station Derby. Das werden wir jetzt noch mal versuchen in dieser Folge. So. Nichts ist unkaputtbar. Sie können den Schaden eines Wagens anhand des Dreiecks über ihm erkennen. Und dann geht es natürlich grün, alles in Ordnung, gelb, kritisch, rot, oh, gefährlich. Der ist demnächst draußen. Ja,
Es geht hier darum, als letzter übrig zu bleiben. Und ja, man darf nicht zu feige sein, sondern muss die Konfrontation mit dem Gegner suchen. Da gibt es diesen Kontakt-Timer. Und ich glaube, die Jungs haben mich hier erstmal auf dem Kieker. Ich lasse mich hier erstmal gemütlich abstellen. So, dann nehmen wir uns hier einmal einen vor. Und dann sondern wir uns aber erstmal von der Meute ab. Zack, drehen ein bisschen. Schwupp, und sehen zu. Zack, da haben wir einen. Peng! Haha, Powertreffer. Jawohl, der hat Punkte gebracht. Wir sehen für den Start nicht allzu gut aus. Ups, jetzt nehme ich auch hier noch die Zapfsäule mit. So, den haben wir noch. Und du bleibst von meiner Sophia weg. Na, komme ich hier weg? Ehe hier noch einer in mich reincrasht. Oh, da haben wir eine schöne Masse. Da muss doch einer für mich dabei sein. Wumpf, Jason Walker ist raus. Aus seinem Wagen. Und aus dem Rennen. Haha. So, wir wollen doch mal... Oh, Sophia ist auch schon ausgestiegen. Das heißt, wir brauchen hier keine Rücksicht mehr zu nehmen. Jo, Jack Benton ist draußen. Ach, jetzt geht's hier schnell. Hintereinander weg scheiden die Leute aus. Und zack, einen haben wir hier noch. Ja, Junge. So, Ray Carter ist auch raus. Den schiebe ich hier vor mir her. Offensichtlich den kaputten Ray Carter. Kriege ich den irgendwie los? Nicht, dass irgendjemand hier die Gelegenheit nutzt und zack, ist nochmal rein. Na. Das gibt's doch nicht. Oh, so, ja. Danke für das Manöver, aber... Oh, und das hat natürlich gekostet. Ach, da bin ich nicht rausgekommen. Hinterrad ist weg. Und dann dreht's mich auch nochmal. Und weg bin ich. Ja, das lief leider nicht so optimal. Ja, Dritter sind wir geworden. Reicht aber nicht. Na, wir machen es einfach nochmal. Noch einen Anlauf. So viel Zeit haben wir noch. Jawohl. So. Ich scheine hier Probleme mit dem Rückwärtsgang zu haben, aber... So, ach, Sophia, so. Durch das erste Kuddelmuddel sind wir durch. So, und werden auch gleich nochmal gedreht. So, den konnten wir noch... So, die sind alle hinter mir her, sehe ich hier auf der... Auf der Minimap. Zack. Ich hätte gern etwas Boost. Damit ich hier auch wegkomme. Ich möchte ja ungern. So, drehen wir uns mal andersrum. Ach, ich glaube, jetzt habe ich sie in die Ecke gelockt. Oh. Aber ich komme hier schnell wieder weg. Das ist schon mal was. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres, als hier an die Wand genagelt zu werden. Zack, den haben wir noch eine kleine verpoolt, aber das hat, glaube ich, nicht sonderlich viel gezählt. So, frontal rauf. Autsch. Oh, da hat's ja, eine Zapfsäule erwischt. Und die zweite, die stehen hier nicht lange. So, ich halte mich mal wieder hier außen auf und dann... Mit Schwung und Boost ins Getümmel rein. Da ist doch noch einer. Peng! So, Jason Walker. Den hat's erledigt. Und ich drehe nochmal hier die Runde. Ups, das war der kaputte. Der ist schon weg. So, mal sehen, aus dem Trümmerfeld hier raus. Und gedreht und... nichts zu sehen. So, Sally Taylor hat es zerlegt. Na, haben
einfach nicht erreicht. Und... Oh, 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 oh. Leute, wo seid ihr? Zack. Ach, Sophia ist... Tut mir leid, aber... So ein Crash-Derby ist nicht... Nicht der richtige Platz. Ich weiß es nicht. Ach, kommt. Kinders, hier müssen wir doch... Hier liegt schon wieder so viel Müll rum. So, komm, den einen müssten wir doch... Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ach, und der Kontakttimer ist runter. 15 Sekunden. Ich muss jetzt mal jemanden treffen hier. Da haben wir es doch. Jawohl! Ach, das war eine gute Zeit. Und noch ein umgedreht. Sehr schön. So, wir fahren uns hier wieder mal frei. Das ist wichtig bei diesen Crash Derbys. Dass man nämlich die anderen schön aufs Korn nehmen kann. Und nicht selber aufs Korn genommen wird. Ray Carter ist raus. Jetzt ist nur noch einer übrig. Und da ist er. Ach, schieben wir mal runter. Jetzt kann er sich natürlich wieder bewegen. Schade, da hätte man vielleicht sich besser positionieren sollen. Aber, ups, komm her, hier, wo ist er? Na, versuchen wir uns jetzt gegenseitig hier einzukreiseln. Drehen wir uns einfach mal andersrum. Na, und? Ach, da haben wir ihn. Zack, und ja, und komm her, hier. Ach, Mist, da hätte ich ihn so schön erwischen können. 30 Sekunden haben wir noch. Wenn du es frontal willst, dann kriegst du es frontal. Oh, ich sehe nicht gut aus. Aber mit dem kaputten Vorderreifen kriege ich jetzt natürlich schöne enge Turns hin. Das kriege ich vielleicht als Vorteil ausgenutzt. Ah. So, komm her hier. Komm, 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 komm. Powertreffer haben wir. So. Jawohl. Ah, er hat auch zu kämpfen. Seht, wie er schlingert. Und. Und dann drehen wir ihn nochmal um. So, Bursche. Komm her hier. Dich kriege ich noch. Wenn ich dich gegen die Wand schiebe. Einmal über das ganze Feld. Hör auf, hier Autowracks durch die Gegend zu schieben. Das bringt dich nicht vorwärts. Ups, so rum hat er einen engeren Wendekreis, aber... Da... Und drauf! Jawohl! Da haben wir ihn! Wunderbar! So, da haben wir es. Punkte 65 für die Crashes, 10 für das Abwracken, Bonus 15, insgesamt 90 Punkte. Und damit haben wir unser erstes Derby gewonnen. Das war's dann soweit für diese Folge. Ich verabschiede mich, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Sei es nun bei Flatout 2, Minecraft, Trackmania, United. Gute Zeilen, schlechte Zeilen. Was auch immer. Adieu mit Ö.